Wir sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen, Kalle und Sunny, reisen wir im Wohnmobil durch ganz Europa. Nachdem wir die letzten 5 Monate in Spanien und Portugal waren, sind wir aktuell in Deutschland unterwegs. Wir sind am liebsten in der Natur, mögen gutes Essen und genießen unser neues, freies Leben. Was wir dabei alles sehen, halten wir in unseren Videos fest. Wenn du mit uns auf Reise gehen willst, abonniere unseren Kanal und erkunde mit uns Europa. Herzlich willkommen aus Rheinhessen. Unsere Heimat. Ja, wir sind beide hier geboren und zeigen euch hier ein paar schöne Ecken. Ja, wenn man hier aufwächst, dann hat man ja oft das Schöne nicht so im Blick oder man sieht den Baum, nein, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wir wollen euch ein paar Ecken zeigen, die wir gerne mögen und wenn euch es interessiert, wie es im Land der 1000 Hügel aussieht, dann bleibt dran. Rheinhessen liegt in Rheinland-Pfalz und wird östlich durch den Rhein sowie durch die Städte Mainz, Bingen, Alzey und Worms begrenzt. Wein spielt in der Region eine große Rolle und man sieht Weinberge, soweit das Auge nur schauen kann. Von den insgesamt 136 Gemeinden in Rheinhessen betreiben nur 3 keinen Weinbau. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Kultur wider. Von ca. Mai bis Oktober finden in den Ortschaften Weinfeste, Weinwanderungen oder auch Trolli-Radtouren statt. Straußwirtschaften beim Winzer sind geöffnet. Winzer bieten auch romantische Weinproben zu zweit im Weinberg an oder auch am Weinbergshäuschen. Man kann Planwagenfahrten in der Gruppe machen und so eben auch gut feiern. Die Menschen sind gesellig, trinken Rheu-Hesse-Woi pur oder als 04er Schoppe mit Sprudel oder mit Fanta als Pashing. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hi. Wir sind jetzt in Sprendlingen. Und wir gehen jetzt den Wanderweg, den Via Vinea. Der soll ganz schön sein. Es gibt wohl eine Wingertschaukel, einen Tisch des Weins, wie man es in Rheinhessen ja ganz oft findet. Und das schauen wir uns an. Thank you.
So, wir schicken jetzt mal die Drohne in die Luft. Mal gucken, ob es funktioniert. Denn wir haben hier Einflugschneise von Frankfurt. Und es könnte durchaus sein, dass die Drohne gar nicht startet. Geht jetzt 100 Meter Höhe und dann fliegt sie zurück. Jetzt sollte die 100 Meter erreicht. Jetzt wird der Abstand geringer und geht wieder zum Startpunkt zurück. Jetzt ist sie genau über uns. Jetzt drehen wir die Kamera nach oben. Landing. So. Da sind wir. Trimm dich Fahrtstation 2, Armkreis. Immer schön locker in den Knien nachgeben. Sieht gut aus. Ja, schon total relaxed hier. Jawohl. Und fünfmal schnell. Schnell. Ich freue mich jetzt im Hampel. Ja, na besser du wie ich. Hi. Hallo. So, gestern waren wir in Sprendlingen. Super Wanderweg sind wir gegangen, den Via Vinea. Das ist ca. 11 Kilometer lang. Es gibt auf dem Weg sehr viele schöne Sachen zu sehen. Unter anderem so Rastplätze, schöne Bänke, eine Riesenschaukel haben wir gesehen. Und jede Menge Stationen, ich glaube 15 oder 16, so Fitnessstationen. Fitnessstationen. Genau, so ein Trimm-Dich-Pfad. Vom Sportverein war das, glaube ich. Hier so eine Locke. Ja. Okay. Frisur sitzt, 3 Meter Taft. Oh, gut. Ups, keine Werbung. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Naja, also der Tag war auf jeden Fall schön und dann sind wir abends weitergefahren zum Übernachten hier nach Oberhilbesheim. Ist 7 Kilometer entfernt. Ein einfacher Stellplatz am Ortseingang. Sehr ruhig. Sehr ruhig, wir haben gut geschlafen. Man kann hier Fähr- und Entsorgen. Wir zeigen den euch gleich nochmal. Und der Platz heißt Napoleonshöhe, weil hier in einem Kilometer ungefähr Entfernung ein ehemaliger
Telegrafenmast heißt es, glaube ich. Ich blende es euch hier nochmal ein, wenn ihr es nachlesen wollt, einfach auf Stopp drücken. Kommt aus dem 18. Jahrhundert, ist wohl eine optische Telegrafenlinie von Metz nach Mainz. Ich habe da keine Ahnung, aber wie gesagt, wenn es euch interessiert, auf Stopp drücken. Hier oben blende ich es euch ein. Und ja, mal gucken. Vielleicht bleiben wir noch 1-2 Tage und dann fahren wir weiter. Mit Sicherheit fahren wir dann weiter. Und dann nehmen wir euch wieder mit. Klar. Direkt am Eingang vom Platz gibt es ein Willkommensschild mit allem, was man wissen muss. Nur Reisemobile, keine Wohnwagen. Man darf 4 Nächte hier stehen. Das Ganze geht gegen Spende. Und am 2. Adventswochenende ist der Platz gesperrt. Es stehen große, ich glaube Walnussbäume sind das hier. Und wie ihr seht, ausreichend groß bemessen, nicht parzelliert. Man steht auf Rasenuntergrund, nicht ganz eben, also Keile sind von Vorteil. Es gibt auch Strom. Wer also nicht autark stehen kann oder will, ist hier mit Strom gut versorgt. Hier ist die Entsorgung. Frischwasser gegen Einwurf. Entsorgen kann man kostenfrei. Und in diesem Holzhäuschen befindet sich die Müllentsorgung. Hier wird getrennt. Und auf der Infotafel steht alles, was man wissen muss. Unter anderem auch die Info zur Napoleonshöhe. Das ist er also, der Napoleonsturm Sprendlingen. Hier gibt es nochmal Infos drüber. Wenn es euch interessiert, wie gesagt, Stopp drücken. Hier gibt es einen Tisch des Weins und das ist der Turm. Gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Uiuiui. Und? Ja. Geht's hoch? Ja. Na, dann gehen wir da mal hoch. Oh, das ist voll neu gemacht. Tata. Tata. Ui, ist aber echt cool. Ah ja. Donnersberg, da waren wir ja schon mal. Wir verlinken euch gerne das Video, wenn ihr wissen wollt, wie es in Donnersberg aussieht. Bad Kreuznach. Da fahren wir noch hin. An die Nahe. Und nach Metz. Geht's da lang, da fahren wir aber nicht hin. Also zumindest nicht in dem Sommer. Ah ja, ist ein bisschen bewölkt. Hier geht's nach Mainz. Und da stehen wir. Wir sind an einem meiner Lieblingsorte hier in Osthofen und zwar am Tisch des Weins. Nicht, weil es hier Wein gibt, sondern weil der Tisch, das ist eine Rast für Wanderer und der liegt mitten im Weinberg. Man hat hier einen wunderbaren Blick. Bei gutem Wetter kann man sogar bis in den Odenwald schauen, so wie heute. Und man hat hier eine Ruhe. Früher habe ich das genutzt, um hier Meditation und Qigong zu machen und ich zeige euch einfach mal, wie es hier aussieht.
das war jetzt das letzte Video aus Deutschland. Wir waren fast 3 Monate unterwegs, anders als geplant ursprünglich. Ja, wir haben aber die Zeit optimal genutzt. Wir haben verschiedene Veränderungen am Auto gemacht. Wir haben aufgelastet, die Hubstützen haben wir montieren lassen. Ja, wir haben mehr Solar, eine größere Batterie. Was haben wir noch gemacht? Gastankflaschen. Wir sind also super vorbereitet, um weiter durch Europa zu fahren. Und unser Plan zu überwintern, der steht jetzt auch. Ja. Es geht nicht auf die Iberische Halbinsel, sondern wir fahren nach Griechenland. Geplant ist, dass wir die Fähre ab Bari nehmen. Wir wollen durch die Schweiz fahren, wir wollen durch Italien fahren, logisch, sonst kommen wir nicht nach Bari, ja, und setzen dann über. Das ist zumindest der Plan. Wir wissen allerdings noch nicht, welche Route wir nehmen, ob wir rechts oder links durch das Land fahren, aber das werdet ihr ja dann sehen. Also, wenn es euch interessiert, wie man in Griechenland überwintern kann, dann abonniert unseren Kanal, freut euch auf die nächsten Videos. Ob wir es nächste Woche schon schaffen, das erste hochzuladen, können wir euch nicht versprechen, aber das werdet ihr ja dann sehen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.